So, ich klaue dem Kind sein Buch. Gib mir das. Ich klaue dem Kind auch sein Buch. Ein Survival-Buch. Vor Buch Timmy Arschlecken, das ist meins. Fick dich, Timmy. So. Allein wie behindert der malt. Hast du mal diese Scheißbilder angeguckt? Aber wer kriegt denn im Flugzeug 3 Scheiben Brot, ein Stück Fisch und einen Riesenhaufen Reis zu brechen? Das ist aber nicht wissens, Klaus. Das sind doch Nudeln. Ich glaube, das soll nicht so. Also ich habe gehört, da ist irgendwas aus Glas kaputt gegangen. Los, nimm das Kind mit, dann geht's mir um den Sack. Ohne Witz. Okay, ist in rote Farbe gefallen. Timmy! Irgendwie sehen die Arme aus wie fleischige, lange Dinger. Soll ich dir mal was sagen? Arme sind fleischige, lange Dinger. Na, jemand ein paar Nudeln? Hab ich gegessen. Nom. Das ist Reis, aber ich esse das auch. Ist das Reis? Bist du dir ganz sicher? Alter, das steht schon mit ziemlich. Na gut. Aua, was haust du mich denn? Entschuldigung, ich hab mal... Hallo, geh doch mal. Oh, ich bin hier rausgefallen. Geh doch mal selber weg, du komischer Nein, Asiate. Nein, du geh weg, ey. Du, nein, I love travel steht auf deinem Scheißhemd drauf. Ja, weißt du, wie du eigentlich aussiehst, Alter? Wenn bei dir I love travel steht, dann lauf doch. Geh weg. Ich wusste gar nicht, dass travel übersetzt laufen heißt, du Affe. Dann geh reisen. Koffer von anderen öffnen, fand ich schon immer interessant. Ich wollte mal auf so eine Versteigerung gehen. Einfach um zu gucken, was da so drin ist. So, was kann ich denn jetzt hier alles? Ich kann alles einsammeln, hier oder wie? Ja. Quasi dein kleines Start-Equipment, was du da kriegst. Oh, Eid. Möchtest du Stühle? Nein, danke. Wie geht denn jetzt was eigentlich? Na, du hast alles eingesammelt und hier kannst du die Koffer öffnen und dann suchen wir uns einen schönen Spot. Laufen rum. Nee, pass auf, du kannst dir deinen Knüppel direkt mal wieder weglegen und den Scheiß hier hin. Weißt du, das muss ich mir nicht direkt in den Weg legen. Wo ist der Typ? Hinter dir. Da, was ist das? Was das hier soll? Pass auf, das werbe ich jetzt auf das Dreh, dann haben wir direkt was zu fressen. Ja, du Assi. Ich fang das ist meins. Am Arsch ist das deins. Das gehört mir, sowas von. Okay. Wie war das? Im bösen Wald sich nie trennen von der Gruppe? Wir kommen gleich wieder. Ich fang nur kurz das Reh. Ich auch. Das ist mein Reh. Wir sollten nicht durch das Kannibalendorf. Stopp! Nein, ich fang ein Reh. Gibt's hier sowas mit Inventar oder so? Nimm so ein Reh auch noch mit. Ja, auf I. Hier ist. Soll die da so hängen? Meinst du, die geht noch? Auf I hast du dein Inventar und auf B hast du dein Survival-Seil, wo du sehen kannst, was du alles bauen kannst. Aber wie zum Teufel hält die sich jetzt so, wenn ich das Seil weggenommen habe? Die ist schon steif. Wir haben das Elementar Wichtigste vergessen. Diesen Lego an. Da Dreh. Oh, scheiße. Also die Sachen, die ich jetzt sehe, das ist alles, was ich im Inventar habe. Und wenn ich die hier auf... Ich hatte gerade einen Lego an Kopf in der Hand. Ups, ich hab die Mod noch drauf zum Baum gefallen. Gib mir den Lego an Kopf. Hier ist der Lego an Kopf. Seid ihr denn hingelaufen? Keine Ahnung. Aber wir haben hier Spaß. Leg das jetzt weg. Kann man nur so sein. Warte. Aua, Entschuldigung. Mann. Ich wollte den Koffer öffnen. Warte, wir legen den Lego an Kopf in den Koffer. Dann gehört der nicht uns. Ich würde sagen, wir schenken den Sascha. Ja, das ist eine gute Idee. Ich nehme den Lego an den Kopf und gehe damit zu Sascha. Was ist denn das hier für ein Dorf? Das ist ein eingeborenen Dorf, wo die Kannibalen wohnen. Sascha. Ja. Was hattest du denn da für einen Kopf? Das ist ein Stein. Au! Und guck mal hier, Sascha hat einen Hasenkopf. Warte. Wir spielen Fang den Hasenkopf, ja? Also wer das... Nein, runter mit euch. Ach so. Alle da unten aufstellen. Alle da unten aufstellen. Kann man die Ansicht ändern von dem Ding? Nein. Komm mal lieber hier hin, wir müssen den Hasenkopf fangen. Los. Janine, renn nicht wieder weg. Zurück. Entschuldigung. So, wer den Kopf fängt, der kriegt später Lego an von mir. Okay, ich werfe auf 3. 1,
zwei, drei. Oh. Ich hab den Hasenkopf. Der Schummel, der ist aufs Dach geklettert. Oh. Ist euch aufgefallen, dass hier Menschen hängen? Ja. Dem gucken seine Gedärme vorne aus dem Bauch raus. Aber du hast was mit dem gemeinsam. Was denn? Der liked it auch zu traveln. Ach, guck. Er wollte wohl auch bei Primark einkaufen. So, und was sind die Anzeigen unten rechts? Essen, Durst, Hunger, Hunger, Durst. Und Leben und Rüstung. Und Kälteanzeige. Ja, das ist wie so eine Pinate, Alter. Je länger ich auf den einschlag, desto mehr Süßigkeiten fallen aus dem raus. Ja, aber wie wär's, wenn wir uns hier in so ein Haus eingraben oder einbauen und die Spockos hier aus dem Dorf vertreiben? Ich hab dir mal ein paar Bäume gefällt. What the fuck? Ich mach uns erstmal ein Lagerfeuer. So gern doof. So, wer jetzt ins Feuer rennt, ist selber schuld. Was für ein Feuer? Das, was ich hier gebaut habe. Ich hab Feuerholz besorgt. Wie geht das wieder aus? Ja, gar nicht. Schlo. Ja. Aufschlag. In 3, 2. Bisschen zu spät. Aber egal. Was ist es gewesen? Ein Tennisball. Wo da ist er. Ein Tennisball hier. Her? Achtung, Aufschlag. 3, 2, ich werfe ihn gegen deinen Körper und du machst nichts. Au, okay, ey. Okay. Wer baut hier ein Haus? Komm mal hier. Achtung, Ball in 3, 2, 1. Schlo, Reh. Ich hab irgendwie meine Axt nicht mehr. Wo ist meine Axt? Keine Ahnung. Inventar öffnen. Ich fang das mit der Hand. Tu das nicht. Komm her, ich halte deine Hinterbeine fest und zwirbel dazu. Ich kann nicht mehr laufen. Okay, das ist nice. Oh, so. Gut. Da haben wir's. Unser Reh. Da hinten. Willkommen. Ist wieder so typisch wir. Bei den Gegnern einfach direkt das Dorf einnehmen. Das können wir essen. Zwei Rehe. Ich esse die beide. Baumfeld! Oh, in Richtung Wazä. Aber das ist schön, dass du die Rehe fängst, weil wir brauchen was zu essen. Ich hab hier jetzt, sind das nur Symbole? Was sollen die mir denn zeigen? Zum Speichern und Schlafen. Guck mal, mein Handschuh. Guck mal. Der ist aus Leguan. Hier ist ein Reh im Haus. Der ist aus Leguan, Mann. Was? Jetzt ist es weg. Das sind halt die fertigen Printdinger, die du nehmen kannst. Du kannst aber auch Wände und Podeste und so weiter einzeln bauen und dir somit ein eigenes Haus quasi bauen. Und eine Festung und Baumhäuser kann man bauen. Ich will ein Baumhaus. Und dahin züchte ich Rehe. Dann ist gut, wenn die runterfallen, müssen die in irgendwelche komischen Fallen unten fallen. Und runter mache ich ein Lagerfeuer. Dann ist fällt das Reh direkt das Schöne im Feuer ist, rein. Was sie auch gemacht haben, wenn du jetzt ein Baumhaus gebaut hast, dass du Hängebrücken zu anderen Bäumen machen kannst. Jo, schlo. Eine Baumstadt bauen kannst. Aufschlag, 3, 2, 1. Der ist schon wieder zu spät. Wie baue ich in die Bäume? Dafür brauchst du so eine Plattform. Baust? In die Bäume meintest du, ne? Ja, halt ein Baumhaus, ne? Ja, dafür brauchst du halt einen Baum. Wer hätte das gedacht? Und diese Plattform aus dem Buch. Ja. Unter B und dann Shelters und Tree Platform brauchst du. Das ist ein paar Seiten weiter. Ey, ich weiß ja nicht, wie ihr dazu seht, aber ich hab ein Auto gebaut. Will einer mitfahren? Was? Geil. Wieso sind da auch eigentlich drei Baumhäuser jetzt? So. Weil wir haben Licht am Auto. Dran geklatscht haben. Geil. Baum. Au. Das wird aber richtig dunkel. Man sieht ja fast gar nichts mehr. Das hat die Nacht so an sich. Ich hab was schreien gehört. Ja, die gehen jetzt Patrouille, ne? Jo, hier sind sie. Und wir sind direkt bei dir. Wir sind direkt bei dir. Was, wo? Wow. Was ist das für ein Ding? Oh shit. Der ist auf dem Dach. Oh. Da kommst du dir, Janine. Kann man die nicht töten? Doch, die kann man töten. Komm her! Aua!
Ich habe einen schon zerhakt. Passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig... Vorsicht. Alter, ich hab da... Oh, Bein! Hey. Der Kopf... Mit dem Körper. Yeah. Baum fällt. Ich hab schon wieder Schlumpf vermisst, was? Ein Auto. Hast du mein Auto genommen? Ja, ja, mit den Dingern drauf. Die sind jetzt schon an meinem Baumhaus. Was bist denn du für ein Assi? Ich pack die ganze Zeit das Auto vor. Aua, du kannst mich doch nicht hören. Hauen, ey. Sag mal. Geh weg, ich drifte. Jetzt rede ich nicht da drauf. So, pass auf, Freund. Das ist jetzt hier unser Dorf. Hast du einen verstanden? Verpiss dich. Hier mache ich keine Behinderung. Den verkackten Vertelle, kenn ich sterbe. Hilfe! Ich hab ein Eichhörnchen. Hier, willst du einen Kopf? Oh, ich geh wieder in die Hütte rein. Tschüss. Hauptsache, wir nehmen uns das erste Kannibalendorf und bauen die übelste Base da rein.